Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Pink Panda Haul für euch. Ja, mein erster. Naja, ganz mein erster ist eigentlich ohne. Ich sag nur den Mad Beauty Adventskalender, ne, den ich unboxed habe. Wenn dich das interessiert und du es noch nicht gesehen hast, ich lasse es dir mal hier oben durchlaufen, ne? Ja, das hatte ich mir, genau. Dann ist es jetzt mein zweiter, aber da, wie gesagt, da habe ich ja bloß den Adventskalender bestellt. Und jetzt habe ich mal ein paar paar Produkte bestellt, die im Sale waren und was bekommen, was ich woanders nicht bekommen habe. Und ich wollte bis zu 30 € kommen, weil wenn man bis zu 30 € kommt, bekommt man ja diese Mystery Bag. Und dadurch, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich schon genug habe, aber weil ich ja so ein Neugierchen bin mit Lämmerschwänzchen, habe ich mir gedacht, ich möchte mir mal so eine Mystery Bag erstmal bestellen, nur um zu gucken, was drin ist. Wenn sie mir super gut gefällt, können wir vorstellen, öfters eine zu bestellen. Ne? Mystery Bag, also die Wundertüte für erwachsene Mädchen. Ja, kann man so sagen, ne? Da bin ich gespannt. Ne? Und ihr habt schon auf dem Thumbnail gesehen, ich habe mir ein Produkt von Banana Beauty, habe ich mir angeschafft, weil ich habe ein Banana Beauty Video gesehen, wo die von Chiquitas Place, die Nicole, die hat ein paar so Lippenstifte vorgestellt, die da neu sind im Sortiment. Und dann dachte ich so, oh ja, dann bestelle ich mir mal eins. Und dann denke ich so, upsie, ist ja ganz schön teuer, Banana Beauty. Also so ein Lippenstift für 24 € und das, was ich mir da ausgesucht habe, gibt ja auch verschiedene Lippenstifte und Lipgloss und so. Und bei Banana Beauty war Sale. Und da habe ich mir einen im Sale bestellt. Das war so eine Sommerfarbe gewesen, so eine Sommer-Edition, aber ich dachte, pff, ist doch scheißegal, weil ich habe unbedingt einen nudefarbenen Lippenstift gesucht, der nicht so auffällt, wie gesagt, nudefarben, ne? Wenn ich jetzt einkaufen gehe, so ein bisschen trotzdem durch die Stadt gehe oder mal spazieren gehe oder keine Ahnung und mal draußen bin, meine, zur Arbeit brauche ich das auch nicht, aber manchmal schminke ich mich dann trotzdem, weil mir halt danach so ist und dann schminke ich mich halt aber nur leicht. Und dann möchte ich doch vielleicht mal was auf den Lippen haben, ne? Irgendeine Farbe. Und der dann aber auch unter dem Mundschutz hält. Und das hat ja die Chiquitas Place gezeigt in dem Video. Und ja, dass das auch mit Mundschutz hält. Und da dachte ich so, so einen möchte ich auch endlich mal, weil ich habe Lippenstifte, Lipgloss habe ich 10.000 ohne Ende. Die halten alle nicht, ne? Es sind alle nicht langanhaltend und bin ich gespannt, ob der langanhaltend ist. Zeige ich euch gleich mal. Wie gesagt, den gab es im Sale. Banana Beauty, ne? Ihr kennt ja alle die Verpackung. Und dann kam das in so einem großen. Also, ich meine, es ist ein kleines Päckchen. Aber es kommt dann immer in diesen Karton, ne? Also, jetzt hätten sie ja in irgendeinem. Ja, mehr ist nicht, ne? Also, das hätten sie ja auch in irgendeinem Briefumschlag schicken können, oder? Also. Ich meine, da kann ja auch nichts kaputt gehen. Das ist ja ein Produkt, was nicht kaputt gehen kann. Schon ein bisschen. Und dann hat man hier Krüsselpapier, unendlich viel drinne. Ich meine, ich finde das cool, ne? Die Verpackung mit dem Spruch, den man hier drinne sieht. Fun is beautiful, go bananas. Und die Banana-Verpackung, ne? Und so. Ja, es ist ja schön, aber deswegen dem ein Produkt. Naja. Aber dann habe ich eine Verlosungskiste, ne? Wo, wenn ich so die ein oder andere Verlosung mache, so einmal im Monat, was ich mir so vorgenommen habe, kann ich die ja dann auch nutzen, ne? Und dann kommt es immer in so einer Verpackung daher und dann kann man das nämlich hier so aufziehen. Zack, zack. Und dann kann man das nämlich so, ne? Oh, das sieht ja geil aus. Toll. Genau, einmal diesen Lippenstift. Oh, das sieht ja, das habe ich gar nicht gesehen, dass das so, guckt mal. Das ist ja, welche Farbe hatte ich mir denn da bestellt? Irgendwas mit Bikini? Ich blende euch das mal hier ein. Ich blende euch mal ein, wie die Farbe heißen soll. Und zwar war das so eine Sommerfarbe. Irgendwas mit Bikini. Ne? Und guckt mal, der Deckel. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das so wie so Art Wassertropfen ist. Naja, klar, macht Sinn, ne? So für den Sommer. Ne? Das ist das nicht schön? Und das ist eine schöne, unauffällige Farbe. Ja, man sieht denn das halt, was oben ist, aber ich finde das okay. Und oh, das gefällt mir richtig gut. Soll man ja schütteln, ne? Tut sich bloß nichts. Steht hier. Ja, schütteln und auf Lippen auftragen. So, bisschen nach was riecht es? Riecht es nach Erdbeer? Ja, werde dunkel.
Ihr werdet dunkel. Warum werdet ihr so dunkel? Das ist doch kacke. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, dass ich mir mal hier ein anderes Licht mache. Wir swatchen den jetzt erstmal. Oh ja. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, mal gucken, aber ich habe ja gerade anderen Lippenstift oben. Also so sieht sie aus, die Farbe, ne? Doch, das geht. Die ist nicht ganz so auffällig, ne? Jo. Schön. Gefällt mir richtig gut. Ja. Muss ja nicht nur eine Sommerfarbe sein, die kann man ja jetzt auch tragen. Der gefällt mir richtig. Das finde ich richtig top, das Packaging. Ich bin gespannt. Da halte ich euch dann mal auf dem Laufenden, ob der wirklich so hält, was er so verspricht, ne? Ja. Gut. Ich stell den mal hier hin. Ach, ich kann ihn auch hinlegen. Das ist herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das passiert hier. Hani ist ein bisschen tollpatschig. Möchtest du noch mehr davon sehen? Dann abonniere mich. So. Ja. Ja, ne? Ist dann auch alle so. Was denn? Dann kommen wir jetzt zu Pink Panda Haul, was ich mir bei Pink Panda im Sale bestellt habe. Blende ich euch, ach so, zu Banana Beauty wollte ich noch sagen. Ich habe für euch einen Code, der ist übelst lang und kryptisch, den blende ich hier nicht ein, das seht ihr unten in der Infobox. Durch meinen Code könnt ihr 10% sparen auf eure erste Bestellung, wenn ihr da noch nicht angemeldet seid. Das ist so ein Freunde-Werben-Freunde-Ding, ne? Ich habe keine Kooperation mit denen. Nee, ist bloß so ein Freunde-Werben-Freunde-Ding. Und ab einem Bestellwert von 40 Euro kannst du 10 Euro sparen mit meinem Code. Und ich bekomme dann auch was gut geschrieben, ne? An 10 Euro, wenn ihr über diesen Code eure erste Bestellung macht. Genau, ne? Nur mal so zur Info, steht alles unten in der Infobox. So, jetzt kommen wir zu Pink Panda. Wie gesagt, es war auch was im Sale. Ich glaube, 2, 3 Sachen waren im Sale. Ich blende das euch ja ein, was es normal kostet und was es im Sale kostet. Werdet ihr ja sehen. Und zwar gab es diese Blenderpinsel. Ne? Die, da sind so viel haben wir drin. 4 Stück. Ja, kann man auch als Lidschattenpinsel nehmen, ne? Blenderpinsel, Lidschatten, Blinsel, Blinsel. Pinsel, das ist, glaube ich, egal. Ich packe die mal aus. Warum habe ich die nicht eigentlich schon mal ausgepackt? Dann hat man hier immer diese Sisalperlen, ne? Die Feuchtigkeit entziehen. Die hebe ich immer auf, falls ich irgendwas Empfindliches, was Wertvolles mir ins Wasser fällt. Ja. Ne? Kann ich euch ja auch unten in die Infobox packen, wenn es die Pinsel noch gibt? Weiß ich nicht. Ne? Also das, was... Wenn ihr die Produkte auch haben wollt, packe ich euch einen Link unten in die Infobox. Dann kommt ihr direkt dann auf das Produkt, wenn es die Produkte da noch gibt. Ne? So sehen die halt ausgepackt aus. Schön. Bei denen könnte man auch so als fast als Lippenpinsel nehmen. Naja, da ist das hier zu buschig. Ne? Und schön weich. Ja, schön weich. Ja, so sehen sie aus. Ne? Einmal so und einmal so und einmal so. Ja. Den könnte ich mir auch vorstellen, hier so als Highlighter-Pinsel zu nehmen. Ne? Das wäre jetzt auch nicht so das Problem. Ja, wie gesagt, die Pinsel, die waren im Angebot, weil ich dachte, manchmal sind ja deine Schminkpinsel doch mal dreckig. Und, ne? Und dann hast du immer noch welche Ersatz. Dann habe ich mir bestellt, das habe ich da bekommen bei Pink Panda. Na, das wollte ich ja eigentlich haben. Aber da habe ich nur das bekommen. Von Essence My Power ist... Diese neue LE, naja, so neu ist sie jetzt auch nicht mehr mittlerweile, ne? Da gab es Earth, Fire, Air, Water und die Fire-Palette habe ich mir schon gekauft, ne? Mal gucken, kann ich dir mal hier oben mal einlaufen lassen, den Haul, ne? Kannst du dir ja mal angucken, weil andere gab es nicht mehr, war ausverkauft und ich finde das so mega. Hydrate and Prime Mist. Das ist halt ein Primer, den man vor dem Make-up auftragen rauf macht, ne, um die Haut vorzubereiten, Feuchtigkeit spendend. Also es ist auch matt, es macht nichts Besonderes, es macht kein Glow oder sonst was, es ist einfach nur Feuchtigkeit spendend und fertig. Und dann hat man hier, könnt ihr das sehen, so kleine Steinchen drin. Geil, oder? Oh, feier das total. Und der Duft ist eher so... Ja, ist angenehm. Also
ist jetzt nicht aufdringlich. Und guckt mal, der Banana Beauty ist jetzt eingetrocknet, ne? Ist ein Matter. Ne? Ihr seht, das ist ein Matter. Naja, gut. Ne, den muss man ja trocknen lassen. Ui, jetzt habe ich mich hier so angedutscht. Ja, ne? Mit den Steinchen, das feiere ich total, finde ich total toll. Und ich habe ja noch mehr bestellt bei Rossmann und DM. Ich glaube im Rossmann. Bei DM hatten sie die Edition nicht gehabt im Online-Shop. Aber bei Rossmann, und da hatten sie nur noch, alle Sprays davon waren ausverkauft. Und da habe ich dann nur noch das Air gekriegt oder das Fire. Ich weiß gar nicht so genau, das seht ihr dann irgendwann mal im Haul. Irgendeins habe ich noch bekommen, naja, habe ich zwei. Naja, habe ich jetzt erstmal Primer ohne Ende. 60 Milliliter, aber das ist auch schön dekorativ. Das kann man sich auch so hinstellen, ne? Und das mit den Steinchen, ich feiere das total, Leute. Ich finde das total geil. So, stelle ich mal hier hin. Ja, gefällt mir richtig gut. Und der Duft, deswegen, wenn es so trocknet, ihr seht schon, ne, das macht bloß, wie gesagt, da ist nicht groß Klo oder so. Wenn es denn einzieht, dann, ja. Ich habe ja eigentlich gedacht, das ist wie so Art Fixierspray. Und dann habe ich vorhin erst gelesen, oh nee, das ist ja doch zum Prime. Und dann dachte ich so, na, Primer habe ich ja mehr wie genug, ne? Denn habe ich mir eine Kerze bestellt. Ich weiß gar nicht, war die auch im Sale? Ich glaube nicht. Ich glaube, mir haben so ein paar Euros gefehlt bis vor 30 Euro, bis zur Beauty Bag, ne? Weil ich, wie gesagt, ich habe auch anderes Schminkzeug. Und wer weiß, was in der Beauty Bag drin ist. Da wird bestimmt, naja, wir werden das gleich mal sehen. In der Mystery Bag, Beauty Mystery Bag. Own Candles, vegan, der Duft, Orchidee, und das riecht schon die ganze Zeit gut. Ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine, und guck mal die Verpackung, so kleine Flamingos oben. So, oh. Die riecht gut, Leute. Sowas nennt man halt ohne den ganzen, also das hat hier wirklich nichts, die ist nackig, ne? Also man muss gucken, dass man das irgendwo reinstellt, runterstellt. So eine nennt man Votivkerze, ne? Ja, genau. Votivkerze, und die riecht wirklich geil. Aber man hat ja so Teelichter und sowas hat man ja da. Und man kann sich ja vom Teelicht diese Dinger hier aufheben, ne? Und dann kann man das ja dann so reinstellen, wenn man jetzt, ja, ich weiß nicht, man sollte das vielleicht doch nochmal zusätzlich, seht ihr das, da in so ein Teelicht nochmal reinstellen, wenn man sich jetzt das Teelicht nicht unten so beschmanden möchte, so mit dem verlaufenden Wachs, kann man das ja trotzdem zum Schutz so reinstellen, ne? Genau, das ist einmal das. Die Kerze, und die riecht wirklich gut. Es ist wirklich nur eine ganz kleine. Soll 15 Stunden brennen. Steht hier oben, wie viel Gramm? Nee, steht nicht oben. So, genau. Nur ein kleiner. Oh, die riecht mega, die riecht so toll. Aber die Duftkerzen da in dem Shop, Leute, die sind aber auch ganz schön teuer, muss ich mal so sagen. Du kannst auch Duftkerzen für 15 oder 20 Euro haben. Dann habe ich mir einen Lip Liner ausgesucht. Wie gesagt, mir haben dann noch ein paar Euros gefehlt zur Mystery Bag. Habe ich mir von Revolution, Make-up Revolution London, einen Lip Liner. So sieht er aus. Ich kann euch nicht mal sagen, was das für eine Farbe ist, Leute. Vielleicht kriege ich das irgendwie raus. Ich blende es euch mal ein. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ne? Genau, ein Lip Liner, weil ich habe einen Lip Liner gesucht, ne? So sieht er aus. So, Mist ist eingezogen, ne? Wie gesagt, das sieht matt aus, da ist nicht viel. Ich habe einen Lip Liner gesucht. So sieht er aus. Da, ne? Nämlich zu diesem Bella Pierre Lippenstift, der in meiner Brigitte Box Adventskalender war. Ja, ich lege das mal hier hinten hin, und da ist mir was passiert, ich den Lippenstift nicht richtig runtergefahren, und guckt mal hier. Es ist typisch Honey, ja, weil ich dachte, der passt schön zu dem hier. Naja, fast, also nicht ganz, aber fast. Na, das ist der Lippenstift, ne? Ja, auf Bildern im Online-Shop ist es immer ein bisschen schwer, ne? Also da die passende Farbe zu finden, man müsste das vor Ort dann halt sehen. Am besten immer so einen Lippenstift mitnehmen oder so, dass man richtig guckt. Aber Leute, das geht, das kann man trotzdem so machen. Es passt eigentlich fast zu dem anderen auch, ne? Ich meine, der Lippenstift ist dunkler, und wenn der Lip Liner heller ist, ist es auch nicht so schlimm, ne? Da ist das kein Ding nicht. Genau, Lip Liner mal dazu. So, und dann
habe ich bei Instagram in der Werbung was gesehen. Ach, das hat mich total geflasht. Das wollte ich unbedingt haben. Lidschattenpalette. Dann auch noch richtig Glitzer, Leute. Ja. Und dann bin ich darauf und war so schön. Und die war auch im Sale, die Lidschattenpalette. Ist aber wirklich nur eine kleine. Ich habe gedacht, die wäre etwas größer. So. Revolution Pro Crystal Eye Quad Champagne Crystal. Oh, guckt mal. Mega, oder? Und die ist wirklich nur cruelty free and vegan, natürlich. Die ist wirklich klein. Die ist wirklich, was steht denn hier oben, wie viel Gramm die hat? Ich pack euch das mal aus. Das glitzert gleich noch mehr, Leute. 8 Gramm. 0,8 Gramm. 0,8 Gramm, nicht 8 Gramm, sondern 0,8 Gramm. Guckt mal. Oh, ist die schön. Aber die Farben habe ich wirklich nicht so hinten im Backup. Also nicht, dass ich wüsste. Oh, herrlich, oder? Oh, Hanni liebt Glitzer. So. Aber wenn ich das so sehe, Leute, es ist wirklich, ja, na klar, was hätte man sonst auch erwartet, ne? Guck mal, das ist wirklich nur so eine, so roffge, es ist natürlich nicht jeder einzelne Stern reingefriemelt, ne? Dann würde die Palette, Stern vor allen Dingen, was hat die denn heute? Jedes einzelne Steinchen nicht reingefriemelt, ne? Ist ja klar, da würde wahrscheinlich die Palette 100 Euro kosten, ne? Das ist hier wirklich nur so raufgespuckt. Naja, das ist auch bloß Plaste, ne? Ja, Plaste, das ist jetzt auch kein Metall. Wir gucken uns jetzt mal die... Mit Spiegel, natürlich, mit Spiegel. Ich pack das mal auf hier. Guck mal. Schimmertöne. Und ihr wisst, die Hanni liebt Schimmertöne. Champagne. Farben Champagne. Da kann ich mir schon richtig einen Look vorstellen. Und das ist, und ich liebe ja viel mehr diese kleinen Paletten, ist mir ja aufgefallen. Ich habe ja viele größere Paletten da hinten mit 16 oder 18 Farben drin. Und soll ich ehrlich sagen, das ist mir zu viel. Also ich greife immer mehr zu kleineren Paletten. Da muss ich wirklich mal sehen, gucken, ob ich bald mal was aussortiere. Ich würde sagen, wir swatchen die jetzt, ne? Allerdings muss ich sagen, der Ton hier, der Glitzerton, kommt mir sehr bekannt vor. Der ist nämlich auch, könnt ihr das sehen, ich will die jetzt nicht vorhin, sonst reiße ich alles runter, von Essence diese Baby Bloom Palette, da ist der Glitzerton auch drin. Soll ich euch das doch mal zeigen? Ich zeige euch das mal als Beweis. Muss ich halt jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mir hier meine Deko nicht runterreiße. Guckt mal, zeige ich euch mal. Ja, das ist genau das Gleiche. So. Naja, fast. Doch, es ist, seht ihr das? Ne? Es ist das Gleiche. Kann man eigentlich so sagen. Ja. Es ist gleich. Es ist gleich. Naja. Und das ist ja auch immer so, wenn man sich dann abschminkt, ist das ganze Glitzer am ganzen Gesicht verteilt. Ne? Und man sieht es dann noch am nächsten Tag. Denn, ja. Man muss dann halt dran denken mit dem Handtuch, wo man sich denn trocken wischt, dass man vielleicht, wenn es trocken ist, das Handtuch mal ausschüttelt. Sonst hast du wieder früh, wenn du dein Gesicht sauber machst, hast du wieder den ganzen Glitzerpartikel drin. Aber ich vergesse es auch immer. Mach das auch nicht so Moralaposteln, kann sie aber selber, vergiss es. So, ich würde sagen, wir swatchen jetzt mal alle Farben. Ne? So, wie die so sind, so. Die so zart und weiß sind. Ich weiß, in der Mystery Bag. Oh ja. Oh. Uiuiuiuiui. Ist bestimmt auch eine Lidschattenpalette drin. Ne? Da ist, glaube ich, mindestens immer eine drin. Also die Farben sind, also die Konsistenz ist, die Farben sind. Die Konsistenz ist. Oh. Ja. Schön weich. Oh. Da, ne? Das sind die oberen zwei dunklen. Oh. Schön, schön, schön. Ich
Ich gehe jetzt mal mit dem Daumen in die Farbe rein. Das geht schon mehr so in Richtung Champagner. Oh ja, die sind schön weich. Der ist so ein bisschen dezenter, ne? Der ist nicht so doll. Aber wisst ihr, das könnte man ja fast auch als Highlighter-Ton nehmen, oder? So, und das ist der. Also mir gefallen die richtig gut. Naja, krümeln tut sie auch, aber das haben schon einige in den Kommentaren geschrieben. Naja, die Qualität, die krümelt ganz schön. So, ne? Die sieht man ja gar nicht. Mal näher ran. Aber, oh doch, das ist schön. Doch, mir gefällt die richtig gut. Leute, Leute, Leute. Könnte ich mir vorstellen, einen Rituals Kosmetiktücher. Habe ich immer hier parat liegen. Könnte ich mir vorstellen, einen Look zu schminken. Ja, ich habe so viel vor mit meinen Lidschattenpaletten. Ich will euch Looks schminken zeigen, aber Lidschattenpaletten werden immer mehr. Aber kommt doch nicht mal dazu. Wird schon noch alles werden. Wir haben Zeit. Es ist Lockdown. So, dann teste ich doch gleich mal den Banana Beauty. Wie einfach das abgeht. Also, so ein, ihr seht, der Lippenstift und das ist weg. Aber, guckt euch das mal an, ne? Also, der ist ganz schwierig abzukriegen. Es ist zwar Produkt hier mit oben, aber, oh je, na dann, frohe Schrubben denn? So, machen wir das auch mal ab. Oh, die riechen so gut von Rituals, die Tücher, Leute. Es riecht alles von Rituals gut. Selbst die Ampullen, die habe ich momentan in Anwendung. Und selbst die riechen gut. Ja. Ja, also, was ich bei den. Ich lege die mal so hin. Was ich bei den Douglas-Ampullen nicht hatte, ne? Die haben zum Teil gestunken wie Huberts, ey. So, dann kommen wir zu diesen Schätzchen. Also, ich habe schon mal so ein bisschen rumgeknetscht. Es ist halt diese Wundertüte für erwachsene Frauen, für erwachsene Mädels. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, da gab es ja auch immer Wundertüten, ne? Die waren ja auch immer so, die sahen auch immer so metallisch aus. Ich fühle nur drei Produkte, Leute. Und weich, aber ich denke, das wird alles nochmal zusätzlich in Luftpolsterfolie verpackt sein. Ich fühle nur drei Produkte. Okay, wir machen jetzt mal auf. Es bleibt spannend. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Kriege ich die auch so auf? Kann ich die auch so aufreißen? Nö, ist zu schwer. Ist zu schwer. Hä? Sollen nicht fünf Produkte? Sag mal, es soll noch fünf Produkte drin sein, oder? Sind bloß drei Produkte drin. Das ist dann nochmal hier alles schön eingepackt in Luftpolsterfolie. Hä? Oder steht da drei bis fünf Produkte? Muss ich nochmal lesen. Schreibt mir das oder schreibt mir das mal in den Kommentaren. So, ist wirklich alles. Es sind wirklich nur drei Produkte drin. Naja, gut. Von Wippo Fit Freak Sweet Proof Duo Lips. Ne? Kenne ich auch gar nicht. Farbe 2. Sieht auch nude aus, ne? Der doch fast so aus wie. Also, wenn der auch noch wasserfest ist, der steht ja eigentlich hier. Sweet Proof. Fest. So sieht das aus. Aha. Okay. Oho. Aha. Ja, noch gar nicht gesehen, sowas. Kann man so rausdrehen? Ne, das ist dann halt der Lip Liner, also so dazu, ne? Und das ist dann halt der Lippenstift. Also so verstehe ich das, ne? Also ich denke, da liege ich vollkommen richtig. Okay. Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ich das behalte. Ich hätte gesagt, ich swatch das jetzt mal, aber ich habe so viel Lippenstift im Backup. Es ist doch Wahnsinn. Aber wenn das wirklich. Steht alles auf, ich weiß nicht, Polska. Wipo ist aus Polen? Weipo? Wipo? Nee, Weipo wird das denn ausgesprochen. Okay, hier steht nichts dazu. Da muss ich mal gucken, ne?
was in der Verpackung steht, aber in der Beschreibung steht, im Online-Shop oder so. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht. Ich habe so viele Lippenstifte, ich weiß noch nicht, ob ich den behalte. Und die Farbe habe ich auch schon. Deswegen, ich swatch das nicht, weil ich nicht weiß, ob der bei mir bleibt. Das sind Probleme, wa? Wenn sie keine anderen Sorgen hat. Steht aber auch nichts um. Na, da muss ich mich nochmal damit genauer befassen. Was, wie gesagt, nee, ich lasse das mal lieber erstmal. Vielleicht packe ich euch das mal in eine Kiste, die ihr mal gewinnen könnt. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Dann packen wir das nächste aus. Es ist ja hier auch alles. Ich habe doch eine Schere hier. Zacki, bumm. So. Ui. Das ist gut. Healthy Glow Booster Illuminating Miss Oh Baby. Auch von Vipo. Vipo Vipo. Steht auch natürlich alles auf Fachpolnisch um. Ja, 50 Milliliter ein Glow Booster Illuminating Mist. Das macht man das denn auch so als Make-up-Unterlage, gehe ich von aus, oder? Das ist so Art wie Primer. Guckt euch das mal an, wie sich das hier drinne so, ey, das fetzt, oder? Wie das hier drinne so, wenn es so umher schwimmt, wie das so, ey. Okay, das bleibt bei mir. Ich tue das jetzt mal hier versprühen. Mal gucken, ob man das... Oh, es tropft. Oh, das glitzert. Alle da sind... Und das riecht so gut. Oh, jetzt ist es wieder mit der Nase drin gedutscht. Oh, das riecht gut. Ui. Und das, guckt, seht ihr das? Das schimmert so ein bisschen, ne? Das glitzert, schimmert. Es ist auch nicht von der Lidschatten. Von der Lidschattenpalette ist... Oh, wartet mal. Das ist ja von dem Lidschatten, der so glitzert. Dann gehen wir mal hier nochmal. Doch, der hat so... Gut. Der ist toll. Doch, guck mal. Aber das tropft. Und dann hat der so kleine Schimmer, Glitzer, Schimmerpartikel drin. Oh. Und das riecht so gut. Boah, Leute. Baby, du bist meins. Ich liebe ja Glow. Ich bin ja heute, ihr seht es ja, ich bin heute ganz schön matt unterwegs, ne? Und irgendwie so richtig, das sieht aus, als wenn ich eine Entzündung in die Augen habe, ne? Ist heute nicht so gelungen, ne? Und, aber ich mag so Glow, Schimmerlook, ihr wisst es, ne? Oh, geil, geil. Das bleibt bei mir. Bei den Lippenstift bin ich mir noch nicht so sicher, aber das bleibt. Oh, das riecht so gut. Wir gucken uns das gleich mal an, wenn es trocken ist, ne? Ja, aber den glitzerst du halt auch im ganzen Gesicht. Ja, ist das denn wirklich nur fürs Gesicht? Oder ist das für den ganzen Körper? Aber seht mal, jetzt habe ich das so geschüttelt, jetzt ist das eine Masse geworden, ne? Muss ich mich auch nochmal belesen. Aber ich glaube, das ist fürs Gesicht, ne? Oder für den Körper? Nee, das ist bloß für ein Gesicht, oder? So, jetzt bist du noch umgefallen. Wir werden es sehen. So, jetzt gucken wir uns die... Ja, ich denke, das ist eine Palette. Es ist eine Lidschattenpalette. Von, so viel konnte ich sehen, von Revolution. Oh, die ist ja toll. Oh, ja, sieht wohl so aus, als wenn sie bei mir bleibt. Na? Dieses Packaging, guckt mal. Die bleibt. Die bleibt. Die kommt nicht in die Verlosungskiste. Ich denke, ich werde den Lippenstift mal verlosen. Ich denke. Ne? Und ich habe jetzt meine Lidschattenpaletten-Sammlung erweitert. Und die wird noch größer, sage ich euch. Da kommt noch einiges auf euch zu und auf mich zu. Mhm. Lasst euch überraschen, was noch kommt. Ich habe bei Look Fantastic nämlich meine erste Bestellung gemacht. Lasst euch überraschen. Ihr werdet denken, die ist doch völlig jetzt bekloppt. Aber ich habe eine neue Sammelleidenschaft entdeckt und das sind jetzt nun mal Lidschattenpaletten. Das war jetzt ein Gefrummel, das aufzukriegen. Guck mal, jetzt habe ich die Verpackung abgemacht. Oh, die ist schick. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so eine hübsche Lidschattenpalette hier drin habe. Ehrlich nicht, Leute. Oh,
Ich mache auf, ja. Aber ich feiere das total mit den Schmetterlingen und mit dem Gold. Bin richtig begeistert. Und hier hat man nur 8 Farben drin. Ist wieder eine kleinere. Und die reicht doch zu. Also die ganzen großen, die ich da hinten habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit Spiegel. Aber was für ein Spiegel? Spiegel? Ich kann euch nicht mal hier irgendwas hochpacken. Ist egal. So, dann wird der Spiegel jetzt bedattelt. Guckt mal. Die Farben. Und dann sind hier, seht ihr das, auch so kleine Schmetterlinge reingestanzt. Ey, die Farben sind so mega. Das Rot hier, ne? Also, es wird ein Look davon geben. Versprochen, irgendwann mal gibt es einen Look davon. Ich denke, da werde ich mal so einen Sommerlook oder so, weil ich will noch nicht zu viel versprechen. Ich komme ja nicht mal dazu mit den anderen Paletten. Ich will da gar nicht reinditschen, Leute. Ich will die gar nicht swatchen, weil mit den Schmetterlingen, das finde ich so schön, wie die da so eingestanzt sind. Ja, liebe Männer, falls ihr zuguckt, über sowas freuen wir Frauen uns, ne? Wenn wir sowas, das ist. Ich werde die jetzt mal swatchen, ne? Und dann gucken wir uns die Farben mal an. So, ihr Lieben, guckt mal. Ich habe es der Reihe nach geswatcht. Seht ihr das? So, ne? Der Reihe nach. Ey, die Farben sind so toll. Vor allen Dingen diese, die hier. Ist das nicht geil? Ist das nicht? Ich weiß aber nicht, Leute. Bin ich der Typ für so eine. Für so eine Farbe hier? Aber, ne, und der andere, ja, der hier, den sieht man kaum, aber das ist ja auch mehr oder weniger ein Settington, ne? Zum Verblenden und sowas alles oder zum, was man so drunter gibt unter den Lidschatten. Genau. Und ihr seht, der hier, ey, das ist geil. Ich auf jeden Fall versuche mal einen Look damit zu schminken. Ja, Leute, das war Pink Panda und die Mystery Bag jetzt vom Winter. Ja, jeder hat, glaube ich, was anderes drin. Also das haben nicht alle so eine, die gleiche, glaube ich, den gleichen Inhalt haben wir nicht alle. Ich weiß es, die Leute, keine Ahnung. Hier ist total schick. Ihr seht das, ne? 2 Lidschattenpaletten hier hinten, wieder neue. Es kommen noch mehr, es kommen noch mehr Lidschattenpaletten, die ich mir. Gut, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. So geht das nicht weiter. Naja, wenn man sonst zur Zeit nichts vom Leben hat, ne? Irgendwo muss ich ja das Geld und irgendwie muss ich ja das Geld und an die Leute bringen. Ja, ihr Lieben, das war mein Pink Banana Haul und mein Banana Haul, mein Beauty Banana Haul. Oh, sorry, ne? Hat dir dieses Video gefallen? Darfst du mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen, ne? Ja, und du darfst mich sehr, sehr gerne abonnieren. Das blende ich dir hier ein, ne? Mein Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Meinen aktuellsten Upload siehst du. Meine Playlist von meinen ganzen Hauls, alles Mögliche, auch Deko und sowas alles. Und mal gucken, was ich hier noch für ein Video einblende. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut. Tschüssi, eure Hanni.